Und wir kommen beim neuen Part Pokémon Pearl. Heute schauen wir uns die Stadt an. So, fangen wir an mit diesem Fettsack hier. Gibt's da drüben Burger? Sieht ganz nach aus. Hey, was schaust du so? Oh, ich gehe einfach. Hier in der Nähe befindet sich ein Burger King, der über alles hinausragt. Er teilt Sinnoh in zwei Hälften. Ja, genau. So, und hier ist eine Blondine. Eine TM kannst du nur einmal verwenden, eine VM beliebig oft. Es kann ganz schön verzwickt sein, sich zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Na, nicht nochmal. Ich bin keine Blondine, ich muss mir das nicht zweimal anhören. So. Ah, hier ist der Oberblond, hier ist der Oberblonde, nämlich Bulbasaur, und hier ist so ein Typ, der ständig so rumlaufen muss. Ich weiß nicht warum. Wenn ich mit meinen Turbotretern durch die Gegend düse, habe ich das Gefühl, alle achten nur auf mich. Ach so, dann hast du ADHS. Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Der Arenaleiter ist in die Mine gegangen, um dort zu arbeiten. Alles klar. Schauen wir uns die Häuser an. Ich glaube, das müssen auch schon, soweit ich weiß, alle sein, die hier auf den Straßen rumlaufen. Veit setzt Gestein-Pokémon ein. Wer ist Veit? Anscheinend der Arenaleiter hier. Findest du nicht auch, dass solche Pokémon hübscher aussehen? Ich mag ihre Figur. Du machst also Steine. Naja gut, jeder hat seinen eigenen Fetisch. Okay, was ist hier? Veit ist der Arenaleiter in unserer Stadt. Er mag noch jung sein, aber er sorgt für die Sicherheit in der Mine und den gewinnbringenden Abbau von Kohle. Ach ja, euer Fernseher läuft übrigens auch. Solltet ihr vielleicht ausmachen, ne? Ich meine nur... Das kleine Ratschlag. So, okay. Hier ist das Museum. Schauen wir mal vorbei. Erzelingen Bergbaumuseum. Mit Kohle auf du und du. Was ist denn das für ein Slogan? Also der spricht mich überhaupt nicht an. Ah, gehen wir trotzdem mal rein. Hier sehen wir einen Stein. Interessant. Und hier sehen wir andere Steine. Interessant. Und hier in den Vitrinen sind, wer hätte es gedacht, weitere Steine. Okay, wir haben alles gesehen, verlassen wir das Museum wieder. Hier gibt's nichts außer Steine. Nein. Hier. Hallo, willkommen vom Bergbaumuseum von Erzelingen. Im Bergbaumuseum von Erzelingen? Hallo, hallo, wie geht es dir? Gut, ich studiere Pokémon-Fossilien. Ja genau, hier und jetzt. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Das tue ich, kurz davor aufs fossilen Pokémon zu extrahieren. Das geht, das kann ich, aber noch nicht sofort. Noch nicht sofort. Also, kurz gesagt, du kannst gar nichts. Hier ist so ein Typ, der schaut sich irgendwas an, liest sich anscheinend sowas durch. Hör dir das an. Die Erzlingenmine verläuft sogar unter dem Meer. Aha, okay. Wow, das ist also Kohle. Ich hätte niemals so etwas Großes erwartet. Boah, das Pokémon, das etwas tragen kann, muss unglaublich stark sein. Das so etwas tragen kann. Ja, das ist so ein Scheißeklumpen. Auch Kohle genannt. Ne, also... Genau. Anscheinend gibt es hier keine Info darüber, weil wir es nicht ansprechen können. Egal. So, was ist denn hier in den Vitrinen zu sehen? Hier sind Kohlearten aus verschiedenen Regionen zu sehen. Okay, und hier wahrscheinlich dieselbe, oder? Dieser Kanister enthält verschiedene Arten von Kohle. Interessant. Ich habe mich schon immer für Kohle interessiert. Seit meiner Kindheit bin ich ein Riesenfan von Kohlearten. Es gibt nichts Spannenderes, als die verschiedenen Kohlearten zu kennen. Alltägliche Gegenstände der Minenarbeiter und alte Werkzeuge. Und hier dasselbe, okay. Alte abgenutzte hölzerne Werkzeuge sind hier zu sehen. Offenbar wurde ganz früher die Kohle mit diesen Werkzeugen abgebaut. So ein Faustkeil bestimmt oder sowas. Alte abgenutzte hölzerne Werkzeuge. Oh, Faustkeile sind ja nicht hölzern. Dann eben so alte Spitzhacken oder sowas, weiß ich. Ja, hier wieder dasselbe. Und was ist hier? Verschiedene
Grubenlampen, ich habe Lappen gelesen, Grubenlampen sind hier zu sehen. Die Bergleute trugen diese früher auf ihren Kopf, wenn sie in der Mine arbeiteten. Und hier ist wahrscheinlich wieder dasselbe, das muss ich mir jetzt nicht anschauen. Können wir hier aus dem Fenster schauen? Nein, leider nicht. Können wir uns hier hinsetzen? Nein. Ich bin zu behindert, mich auf einen Stuhl zu setzen. Ich bin 120.000 Jahre alt und ich konnte es noch nie. Ich konnte noch nie auf einen Stuhl setzen. Das will ich mal machen. Eines Tages, da werde ich mich mal auf einen Stuhl setzen. Wie Kohle entsteht. Achso, verdammt, es sind mehrere. Okay, wir sollten vielleicht mit dem ersten anfangen. Nicht sofort mit dem dritten. Wie Kohle entsteht 1. Vor Urzeiten wurde Pflanzenmaterial durch Regen und Flüsse an Land gespült, wo es von Erde bedeckt wurde. Aha. Das Pflanzenmaterial wurde durch Erdbeben und die Bewegungen der Landmassen immer tiefer in die Erde gedrückt. In der Tiefe wurde das Pflanzenmaterial Druck und der Hitze von Magma ausgesetzt und verwandelte sich langsam zu Kohle. Alles klar. Gut, falls ihr ein Referat über Kohle halten müsst, hier, dann kopiert einfach diesen Text hier. Kein Lehrer wird danach suchen oder danach finden. Oder es finden, sagen wir es mal so. Ja. Okay, das war's. So ein großes Haus und doch befindet sich dort nur Kohle. Schauen wir mal rein, was da hier drin ist. Du erinnerst mich an die Zeit, als ich mein erstes Pokémon bekommen habe. Aha. Es ist für mich immer eine scheußliche Angelegenheit, wenn ich mich entscheiden muss, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Da musst du einfach die Attacken nach Stärke ausmisten und einfach die stärksten Attacken dann, ja, dem Pokémon beibringen und nicht solche Useless-Attacken wie zum Beispiel Platscher behalten. Hi, dein Pokémon könnte Krafttraining nicht schaden. Gib mir ein Item. Warum trainiert ihr nicht in der Mine von Erzelingen? Oh, ich dachte, du gibst mir jetzt ein Item. Ein Protein zum Beispiel, das erhöht meinen Angriff eines Pokémons. Wow, die Augen deines Pokémons strahlen ja richtig. Das macht mich glücklich. Hier, das möchte ich dir schenken. Ein Superball. Dafür habe ich aber mehr verdient. Ein Hyperball vielleicht. Oder ein Meisterball. Nein, der gibt mir nur einen Superball, dieser Geizkragen. Weißt du eigentlich, wie die Pokémon in ihren Bällen bleiben? Nein, interessiert mich auch nicht. Ich denke darüber nach, welcher Pokéball wohl der beste für sie wäre. Aha. Die Mine von Erzeling wird mit höchster Sorgfalt betrieben. Wir achten darauf, den natürlichen Lebensraum der Pokémon zu erhalten. Aha, und deswegen bohrt ihr da rum wie verrückt. Ich hab's schon gesehen im ersten Part. Gar nicht schön. Die Förderung der Kohle an die Oberfläche ist voll automatisiert. Da arbeitet man sich nicht mehr den Rücken krumm. Das nennt man auch Rationalisierung. Gut, verlassen wir das Gebäude. Hier gibt es nichts mehr. Wir haben gerade mal einen Superball hier bekommen. Viel zu wenig, viel zu wenig. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt eine halbe Stunde uns die Stadt anschauen werden. Na gut, eine halbe Stunde wird es wahrscheinlich nicht werden. Gut, vielleicht haben wir sogar jetzt schon alles erforscht, oder? Hier noch der Pokémon-Markt. So, die Mädchen hier im Supermarkt sind so hübsch. Da fehlt mir die Sprache. Und sie verkaufen immer die besten Items, was mich noch sprachloser macht. Ja, das ist auch ein Marketing-Instrument, nämlich hübsche Verkäufer einstellen oder hübsche Verkäuferinnen, denn das lockt die Kunden auch an. Habe ich in BW gelernt. Ich hatte nämlich BW. Irgendwann mal gehabt und sowas, ne? Da lernt man so ein Zeug. Naja, die Orden, die von den Arenaleitern vergeben werden, sagen etwas über die Fähigkeiten eines Trainers aus. Je mehr Orden du hast, desto mehr Items kannst du im Pokémon-Supermarkt kaufen. Das heißt, wir haben jetzt momentan 0 Orden, was wiederum heißt, richtig, wir können nur scheiß Items kaufen. Ja, aber wenn wir unseren ersten Orden haben, dann können wir bestimmt mehr Sachen hier kaufen. Aber den ersten Orden müssen wir uns noch verdienen. So, was hast du zu sagen? Hast du die Lüftungsschächte gesehen? Sie sorgen für Frischluft im Untergrund. Aha. Interessant. Gut, hier ist noch ein Haus.
Du, hör mal, hast du ein Pokémon namens Macholo? Würdest du dein Macholo vielleicht gegen mein Abra tauschen? Ich habe leider kein Macholo, tut mir leid. Oh ja, nun, dann können wir nicht tauschen. Aber wenn du es dir anders überlegst, dann komm einfach wieder. Ich bin hier. Also wenn ihr ein Abra wollt, ne, dann gibt dieser, ja, dieser Göre oder was auch immer das sein soll, ein Macholo und sie gibt euch ein Abra. Das wird zu einem Kadabra und wenn ihr es nochmal tauscht, zu einem Simsala. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhältst, wächst schnell. Aber wenn die Orden von bestimmten Arenen fehlen, wird es dir eventuell nicht gehorchen. Ja, das stimmt. Gut, jedes Pokémon besitzt eine spezielle Fähigkeit, die es einsetzen kann. You don't say. Inwieweit mein Pokémon und ich uns ähnlich sind? Nun, das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Und hier, von hier oben hat man eine hervorragende Aussicht. Aber nach draußen zu gehen, man kommt so schnell ins Schwitzen. Kannst du mir vielleicht ein Pokémon namens Zubat zeigen? Ich habe leider keinen Zubat. Tut mir leid, ich habe gar nichts. Ich bin scheiße, ich weiß. Ich habe nur mein klassisches Team. Und zwar sind die einzigen Pokémon, die ich habe, ein Shinux, mein Starter, ein Kampffalke und ein Hamster, der in der Box verweilt und seine Sachen hamstert. Und mehr habe ich auch nicht. Es tut mir leid. Gut, hier das nächste Häuschen. Fight lässt uns mit Mühe Fight lässt uns mit unseren Pokémon in der Mine trainieren. Okay. Ein Arenaleiter ist nicht mit einem normalen Trainer zu vergleichen. Ich würde so viele Pokémon wie eben möglich mit in den Kampf nehmen. Ja, aber viele Pokémon ist nicht gleich die Garantie für einen Sieg. Die Pokémon müssen auch ein hohes Level haben, ansonsten bringt die Quantität nichts. In der Region Sinnoh gibt es 8 Arenaleiter. Und das Ziel eines Trainers sollte es sein, Orden von allen 8 Leitern zu erhalten. Ach, echt jetzt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ne, für die Anfänger unter euch, die noch nie Pokémon gespielt haben, man muss in Pokémon alle 8 Arenaleiter besiegen, dann kommt man in die Pokémon-Liga. Und wenn man die Pokémon-Liga durch hat, dann ist man Champion. Und dann hat man das Spiel quasi durchgespielt. Ich werde das Spiel allerdings, nachdem ich Champion geworden bin, noch ein bisschen weiterspielen. Denn dann kommt man noch an eine Stelle, an der man hinkommt, wenn man Champion ist. Und die werde ich auch noch machen. So, schauen wir unsere Orden an. Wir haben momentan 0 Orden, das heißt, ja, wir sind scheiße, kurz gesagt, ne? Wenn wir 2 Orden haben, sind wir nicht ganz so scheiße. Wenn wir 3 Orden haben, sind wir mittelgut. Wenn wir 4 Orden haben, sind wir schon relativ standardgut. Und wenn man 5 und 6 hat, dann ist man gut. Und wenn man 7 und 8 hat, dann ist man, ja, schon sehr gut. Also, das heißt, wir sind momentan noch scheiße. Fängst du auch Pokémon? Hier, wenn du magst, gehört er dir. Ein Finsterball. Finsterball ist ein effektiver Ball, der stärker wird, wenn man sein Pokémon in einem dunklen Ort fängt. Wie zum Beispiel einer Höhle. Oder nachts. Pokémon sollte man Spitzen angeben. Das stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Aber er hat sein Enton gelb genannt, nur wegen der Farbe. Irgendwie verstehe ich die Logik dahinter nicht. Naja, Enton ist halt gelb, ne? Und er ist eine Ente. Also eine gelbe Ente. Aber da Ente ein bisschen blöd klingt, hat er es kurz gelb genannt. Das ist die Logik dahinter. Als gleiches sind noch 2 Typen. Ist der Typ von der Arena dein Freund? Der ist ja vielleicht hibbelig und ungeduldig. Ja, das stimmt. Die Lüftung tauscht die heiße Luft von unten gegen die frische Luft von hier oben aus. Wenn ich so einen Lüftungsschacht sehe, möchte ich am liebsten meinen Kopf reinstecken und laut Hallo brüllen. Ja. Hallo! Das ist ein Lüftungsschacht, aber die Tunnel sind mit frischer Luft versorgt. Hallo! Ihr Scheißer da unten! Ich sehe euch! Nicht. Hier ist ein Haus. Hier ist ein Typ mit einem Pikachu.
Wusstest du, dass das Wesen der Pokémon genauso unterschiedlich ist wie bei uns Menschen? Darüber, dahin, Nommel. Daher überrascht es mich eigentlich nicht, dass es auch unterschiedliche Farben bei gleichen Pokémon gibt. Ja, solche Phänomene nennt man auch Shiny-Pokémon. Hast du schon mal etwas von einem unterschiedlich gefärbten Pokémon gehört oder gar eins gesehen? Was ich meine, ein Pikachu. Ein Pikachu ist zum Beispiel gelb, ja? Und ein Pikachu in einer anderen Farbe ist orange. Ja, diese Pokémon nennt man Shinies, tauchen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 5000, glaube ich, auf. Und sind sehr selten. Aber es gibt noch was seltener ist als ein Shiny-Pokémon. Und das ist der sogenannte Pokerus. Das ist eine Statusveränderung, die auftreten kann, wenn man gegen ein wildes Pokémon kämpft. Und diese Statusveränderung, die erhöht die Werte aller Pokémon, die davon betroffen sind. Also wenn jetzt beispielsweise, ich erkläre es mal kurz, wenn jetzt beispielsweise mein Shinux den Pokerus-Statuswert hat, dann würde es jetzt nach einem Level-Up mehr Punkte bekommen und dadurch würde es stärker werden. Der Pokerus ist also eine gute Sache, allerdings tritt er nur in einer Chance von 1 zu 20.000, glaube ich, auf. Ich kann mich auch irren. Also, vielleicht ist die Chance ja ein bisschen niedriger, aber ich schätze mal so 1 zu 20.000. Und ich hatte ihn übrigens auch mal, und zwar in einem Pokémon-Kristallspiel von mir. Das war vor 5 Jahren, glaube ich, so rum. Und da war ich sehr überrascht, denn dann hat der Professor mich dann angerufen und über ein schreckliches Virus berichtet und ich war total verwirrt, da dieses Ereignis vorher nie bei mir aufgetreten ist, ne? Weil ich habe das Spiel mehrmals schon durchgespielt und dann fand ich es sehr seltsam, dass er etwas von einem Virus erzählt, ja? Da war ich ein bisschen in Panik, muss ich zugeben, und dann habe ich das Spiel dann neu gestartet. Ja, fehlerhafterweise, und später muss ich dann nachlesen, also habe ich dann nachgelesen und dann habe ich erfahren, dass es der Pokerus war. Naja gut, aber wieder zurück zum Spiel. Ich glaube, wir haben jetzt die Stadt so weitgehend erforscht. Sprechen wir mal Balzo an. Was? Wie? Oh, du bist das, Kevin. Hast du es doch bis hierher geschafft? Aber du bist echt langsam, weißt du das? Du bist so langsam, dass der Arenaleiter schon wieder weg ist. Er sagte, er wollte zur Erzelingemine. Ich habe meinen Orden ja bereits, da ist es mir egal, aber... Ich hab's kapiert, ich hab dich nur versehentlich nochmal angesprochen, weil meine Arztliste schon wieder spackt. Tut mir leid. So, hier das Arena-Schild. Pokémon Arena Erzeling in Leiter Fight. Nennt mich Fight der Fels. Nein, ich nenne dich Fight. Rein aus Prinzip her. Ganz einfach. Gut, die Stadt hätten wir erforscht. Ah, hier unten waren wir noch gar nicht so richtig. Jeder ist stolz auf die Mine. Wo wir hier stehen und uns unterhalten, graben sie unter dem Meer nach Kohle. Ich finde das einfach faszinierend. So. Okay, weiter. Schlag, hau, Marollo! Schlag, hau den Felsen weg! Komischer Song. Gut, hier ist das letzte Häuschen, glaube ich, hier in dieser Stadt, das wir noch anschauen müssen. Du besichtigst die Mine? Wunderbar, das ist sehr gut. Es ist immer gut, wenn man sich bemüht, etwas Neues zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Ja, stimmt, dein Fernseher läuft übrigens auch, ne? Solltest du mal ausmachen, du schaust eh gerade nicht hin. Läuft wahrscheinlich RTL. Und wenn RTL läuft, dann schau erst recht nicht hin, dann solltest du den Fernseher besser aus dem Fenster schmeißen. Keine Frage, das ist harte, schwere Arbeit. Aber zusammen mit Pokémon arbeiten, das gibt mir Energie und treibt mich an. Hier, nimm einen davon. Ne, nur ein Supertrank? Warum kein Hypertrank? Wie das um Geizkragen. Wenn ich mich gesund und munter fühle, muss ich ständig lächeln. Und das macht mich glücklich, oh. Und mein Pokémon-Instinkt zeigt sich. Verstecktes Item. Nein, kein verstecktes Item. Na, leider nicht. Schade. Ach ja, übrigens, ne? Für die Arbeiter und so. Ich sehe euch. Verdammt. Okay. Ich glaube, ich schlage diesen Part jetzt zeitlich richtig in die Länge, glaube ich. Naja. Gut, hier sind ein paar Bugger. Hier waren wir, glaube ich, schon im letzten Part. Hier ist der Typ mit dem Scheißhaufen. Dieser Berg schmutzigen Sandes nennt man Abraumhalde.
Das ist ein Abfallprodukt. Das entsteht, wenn man Kohle abbaut. Sieht aus wie Scheiße. Gut, hier sind mehrere Baggers, die interessieren uns nicht. So, jetzt betreten wir, glaube ich, mal die Mine. Erzeling-Mine. Vorsicht, fleißige Pokémon. Hä? Verstehe ich nicht, aber gut. Erzelingen-Mine. Jeder, der in der Mine arbeitet, hat sein Pokémon dabei. Du kannst sie vielleicht herausfordern. Warum lachst du? Findest du das etwa komisch? Schäm dich. Es gab Pokémon, die sahen aus wie Steine. Das hat mich überrascht. Ja, das sind bestimmt ein paar Kleinsteins. Oh, ein Pokéball. Und was ist da drin? X-Abwehr. Naja, werde ich glaube ich nicht benutzen. Ich tendiere lieber zu einem Panzerschutz statt X-Abwehr. Gut, hier ist Erzeling-Mine weiter. Ist gleich hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bäh, ist das ekelhaft, was da vor uns gerade steht. Bäh, ein Zubat. Ja, das ist auch ekelhaft. Bäh, ein ekliges Zubat. Bäh. Also gut, ich greife es an mit Tackle. Jawohl, Flinkklaue. Und der Tackle zeigt Wirkung. Na, warum ziehst du so wenig ab? Frau Löwe? Das gehört sich nicht. Also gut, probier's nochmal. Tackle. Jetzt triffst du sogar gar nicht. Mensch, Frau Löwe, was ist los mit Ihnen? Erst dem Arm, Andy den Arm abbeißen und dann nicht angreifen wollen. Ist klar. Aha, jetzt auch noch Blut abzapfen, was? Nimm diese Blutsauger hier. Unglaublich. Ich hasse Blutsauger. Mücken, vor allem, gehen mir sowas von auf den Zahn. Kennst du das? Immer wenn man pennt, zum Beispiel, ne? Man ist kurz vorm Einschlafen, schwirrt eine Mücke ein vors Ohr. Und man ist sofort wieder hellwach. Sowas hasse ich wie die Pest. Deswegen hasse ich auch Mücken und auch damit Blutsauger. Oh Gott. Das ist eklig. Was ist das? Nein, Kleinstein, 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 Kleinstein. Okay, Angriffswert sinken. Leider kann Flau Löwe nicht gegen dieses Kleinstein kämpfen, weil normale Attacken nicht effektiv sind, aber mein Wasser-Pokémon kann gegen dieses Kleinstein sehr gut antreten. Vielleicht sollte ich es sogar an die erste Position setzen, damit ich nicht ständig wechseln muss. Und wenn wir Glück haben, entwickelt es sich sogar noch. So, Plirprin heißt das Pokémon, glaube ich. Mit Level 16. So, das war ein One-Hit-Kill. Vielfach stark, Wasser gegen Boden und Gestein. Und ein Level-Up für Frau Löwe und auch für Waterloo. Und jetzt werde ich die Position verändern und Waterloo an die erste Position setzen. Waterloo lernt Nassmacher. Mit der Attacke schwächt man die Stärke aller Feuerattacken. Also daher nicht so besonders wertvoll für unsere Lage momentan, denn momentan kämpfen wir gegen weniger Feuer-Pokémon. Ich habe dieses Macholle auf der Route 207 getroffen. Es ist mittlerweile mein bester Partner geworden. Aha. Und was starrst du so? Scheiße Haufen. Interessant. Ich verrate dir etwas, ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Boah, such a badass. Hallo Leopold. Aha, war ja klar, dass du ein Macholo hast. Und es ist kein Gesteins-Pokémon dieses Mal. Ich glaube, ich tausche mein Waterloo aus und setze Kampfhike ein. Mit einer Flugattacke würde ich Macholo einen sehr effektiven Schaden zufügen. Er erhöht seine Volltrefferquote mit Energiefokus. Gut, und ich... Nein, jetzt habe ich mich vertippt. Verdammte A-Taste nochmal. Ich hasse dich. Jetzt habe ich ihn mit Tackle angegriffen. Schönen Dank auch. Ja, wegen meiner A-Taste hat mein Staralili 19 Damage bekommen.
Jetzt mache ich es mit der Maus. Ganz einfach. So. Bist du jetzt zufrieden, A-Taste? Hast du meine arme, starre Lilly. Das hat jetzt immerhin Level 11 erreicht. Bald entwickelt es sich zu Staravir. Mit Level 16 oder mit Level 18, ich bin mir nicht sicher. Alles klar, hier ist ein weiteres Item. Und was ist das? Was ist das? Es ist ein Trank, okay? Besser als nichts. Und hier ist so ein Typ. Und hier ist ein weiterer Arbeiter. Arbeitet weiter! Na gut, ein schneller Kampf während meiner Pause. Nix Pause! Arbeiten geht vor! Arbeit macht frei! Okay. Ein Kleinstein. Gut, dass ich Plinfa an erster Stelle habe. Jetzt werde ich die Schwelle von Kleinstein nutzen und die ist Wasser. Oh, besser die Maus benutzen, sonst habe ich wieder einen Vertipper. Jawoll! Ein OTK und als nächstes. Fast Level 12 hätte unser Waterloo. Ja. Gut, ein Onyx. Onyx ist ein größerer Gegner. Sieht man auch. Allerdings sagt es nichts über die Schwächen aus. Und zwar hat Onyx dieselben Schwächen wie das Kleinstein und die ist Wasser. Genau. Alles klar. Level 12 für unser Plinfa. Noch 4 Level, dann haben wir einen Plirp drin. Au, 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 Erbarmen. Hab doch Erbarmen. Nix da. Gib mir dein Geld. So, hier ist ein Item. Ein Fluchtseil. Den könnten wir benutzen, um aus der Mine rauszukommen. Ich laufe aber lieber. Denn das Geld, was wir hierfür bekommen, das ist mir wertvoller. Ein Kleinstein schon wieder. Gutes Training für unser Wasser-Pokémon. Also, Plinfa oder auch Waterloo genannt. Mach ihn alle mit Blubber. Okay. Ach, fast Level 13. Das geht jetzt hier aber ratzfatz. Obwohl ich gar keinen Ratzfatz besitze. Okay. Ein weiteres Kleinstein. Leider spielen wir kein Bloody Platin, ansonsten würden hier Rihons auftauchen und andere abwechslungsreichere Pokémon. Aber wir spielen hier Pokémon Pearl, das heißt, richtig, Kleinstein, 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 Zubat, Kleinstein, Kleinstein. Das sind so typische Höhlen-Pokémon. Und, ah ja, jawohl, Level 13 für Waterloo. Noch 3 Level, dann haben wir einen Plirp drin. So, und hier ist ein Typ. Ha! Lehne ich zurück und staune. Mit der Attacke Zertrümmerer kann ich Felsen aus dem Weg räumen. Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie den Pfad blockieren. Sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, ist dein Pokémon dazu fähig. Also musst du den Arenaleiter besiegen. Und das bin ich. Dramatischer Moment. Er ist der Arenaleiter. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ein weiteres Zubat. Gut, dann verlassen wir die Höhle und dann gehen wir im nächsten Part in die Arena und fordern Fork, wie heißt der, folgt, glaube ich, heraus. Ein weiteres Zubat oder Kleinstein. Kleinstein. Aber es tauchen hier noch andere Pokémons auf, außer Zubat und Kleinstein, und das sind Shinies, ne? Und Shinies sind nichts zu vergleichen mit anderen Standard-Pokémon. Denn Shinies sind selten. Alles klar, Kleinstein wurde besiegt. Wir kriegen Erfahrungspunkte. Das hilft uns, unser Plinfa zu Plirprin zu entwickeln.
Bäh, nichts wie weg von diesem riesen Kackhaufen da. Erstmal frische Luft schnappen hier. Bäh. Die ganze Mine stinkt nach, ihr wisst schon, nach Jauche. Das letzte Kleinstein stellt sich uns in den Weg. Es möchte noch, dass wir diesen Geruch noch weiter einatmen, weil es so ein Sadist ist. Und jetzt bin ich hier der Sadist und töte es. Jawohl, fast Level 14. Okay, fast ist übertrieben. Denn gerade mal 13,5 hat unser Pokémon erst als Level. Gut, und ich stelle mich jetzt, noch vor die Arena, heile schnell meine Pokémon vorher noch und dann fordern wir im nächsten Part den Arenaleiter heraus und holen uns vielleicht unseren ersten Orden. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit, komm jederzeit wieder vorbei, bla bla bla. Gut, hier ist die Arena. Unser Rival hat sich inzwischen verdünnisiert, ist nicht mehr da. Und ja, im nächsten Part fordern wir den Arena-Leiter aus. Also, macht's gut. Euer Janke LP. Ciao.